Da musst du immer wieder dann hochbauen und sowas dabei. Oh, es geht schon. Du machst das schon von oben nach unten. Dann komme ich dir ein bisschen entgegen. Von unten nach oben. Okay. Anscheinend bleiben dann die Blöcke rissig. Das ist auch neu. Weil sobald man, sag mal, ein paar Mal auf einen Block geklopft hat und man klopft auf einen anderen Block, ja, dann ist. Alle schon den Changelogs gelesen. Ja, ich nicht. Selber schuld. Ich lass mich halt an überraschen. Sinn. Oh. Liedohr, das ist gut. Ich bin direkt am Zinn vorbeigerannt gerade. Ach, das soll Zinn sein. Zinn war für mich immer Schrotterz. Torch. Was ist denn das? Increase Place. Aha. So. Erstmal hier ein bisschen hell machen. Oh! Genius. Oh, voll geil. Was hat. Alter! Nein! So. Was hat's da drin? Night Owl Potion, Recall Potion zweimal, Lesser Hell Potion, Beile, Herb Back, Right Click to Open. Ja, Kräuterpack. Hard Guide to Blend Fiber Cordage. Was allows the collect of Vine Rope from Vines? Alter. Herb Back, da bin ich jetzt mal gespannt. Sandwurm. Geil! In der Wüste gibt's einen Sandwurm. What the fuck? Alter, was ist das? What the fuck? What the fuck? Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Alter, was ist das für eine Riesenschlucht? What the fuck war das gerade von da oben? Alter, das ist geil. Man kann Zutaten sammeln. Cool. Alter, wir müssen hier dringend eine Brücke bauen, sonst kommst du da nie im Leben lebendig rüber. Ey, das ist geil. Das ist sowas von geil. Ich habe ja jetzt ein Buch eingesammelt. Ja, ich weiß, mit Kräutern, Kunde und sowas. Ja. Oder Herbag, wo habe ich geöffnet und was war da drin? Oh, ja, Herbag, das ist Herbag, also die Übersetzung ist eine Kräutertasche. Ja. Und da gibt's halt verschiedene Sachen. Aua. Alter, scheiße, Amaslöwe! Scheiße. Die killt mich mal eben hier. Aber die Wüste sieht geil aus. Da war eine riesen Schlucht, an der warst du scheinbar noch nicht gewesen gerade. Nee. Da will ich später noch eine anständige Brücke drüber bauen, also nicht einfach bei dem Erdding da belassen. Mhm. Richtig ja, schöne, stylische Brücke hinsetzen. Ja, ich war gerade nur am Anfang der Wüste und da hat mich so eine scheiß Ameisenlöwe, oder was das war, hat mich mal eben hier auseinandergerupft. Wie ein Brathähnchen. Ey, scheiß Sandgel. Sandschleim. Ich will gern das Buch wieder haben und die ganzen Sachen. Liegt noch alles da. Naja, klar. Alter.
Ich hoffe nur, ich komme lebendig an. Dieser Jetzt bin scheiß ich wie. Sandschleim, ey. Boah. Hat er dich einmal getroffen? Jupp. Dann hat er aber dir ziemlich viel Nee, abgezogen. so viel nicht direkt. Ich wurde schon mal getroffen vorher. Ach so, okay. Au. Boah, geil. Da kommt gleich wieder der Tumpwurm. Ich höre nämlich gerade schon. Alter, du Scheiß. Geier. Drecksvieh. So. Jo, ich hab wieder meine Sachen. Oh, schon wieder so ein Scheiß Sandschleim. Wie stark sind die? 60 HP. Oha. 12 Damage macht er mir. 11 bis 13. Alter. Shit. Dann machen wir mal. Ah, der bringt dich zum Spawnpunkt. Der was? Der Recall. Ja. Ding. Das steht doch auch in der Beschreibung drin. Ja, teleports you home. Ja, da habe ich doch gesagt, der teleportiert dich nach Hause und oder in unserer Situation zum Spawnpunkt. Alter, dieser Wüstenschleim geht mir so auf den Sack, du hast keine Ruhe vor dem hier. Ja. Kommst echt nicht vorwärts. So. Oh geil, eine Pyramide. Echt jetzt? Jupp. Boah, was gibt's da alles? Stuff. Na gut, das sehe ich ja dann in der Videoaufnahme dann. Ich muss erstmal da reinkommen. Boral Woodsword. Oh, 8 Melee, okay. Alter, irgendwas hat sich Schwert. Nein. Meiner Steuerung verändert. Ja, du musst auf. Nee, ich hab grad eine Steuerung, als würde ich mit Gamepad spielen, weißt du, dass ich da so ein. Ah, jetzt. Alter, was soll denn das? Ja, du musst da echt aufpassen. Chimney? Was ist ein Chimney? So, Heavy Metal. Lead Axe. Lead Broadsword. Heavy Workbench. Oh, das war so klar, dass der scheiß Schleim hier reinkommt. Alter. Boah. So. Alter, was ist das denn mit der Scheiße mit der Maus hier? Oh Gott. Ja, die Maus ist nur zum links und rechts, mehr nicht. Ja, nee, aber wie gesagt, diese scheiß Gamepad-Steuerung, dass wenn ich irgendwo hingucke, dann markiert er die Blöcke, die ich gerade abbauen bin, aber ich will die gar nicht abbauen, die er markiert. Gang habe ich gerade gesehen. Mann. Oh, was haben wir hier drin? Sandstorm in the bottle. Pyramide. Ach, so eine unterirdische Pyramide oder was? Ja, klar. Ach, jetzt. Die kenne ich, okay. Ich dachte gerade, du meinst, wo jetzt auf dem Land oben drüber, ja, so hoch oben ist.
Ja, auf dem Sand die drauf. guckt ja auch ein bisschen nach oben. Ja, aber nicht allzu viel. Ja, die Spitze halt. So viel, wie man halt sehen muss. Yay! What the fuck war das? Alter, wie tief gehen die noch nach unten? Die geht ziemlich tief nach unten. Es kann sein, dass du demnächst. Ach, wirst du schon noch sehen. Und da ist ein Jellyfisch. Uah. Ja, genau da, so halt Ah, so was tief bist denn du? runterkommst. Antillian Charger? Ich hab ein Ameisennest gefunden oder so. Apfelteufel, na dann. Wie viel HP hat denn das Vieh? 70. Oh, ich mach dem gerade mal eins Damage. Alter! Wie aggressiv! Oh Gott! Trink lieber statt den Recall-Trank. Oder hau ab. Alter! Drecksvieh, ey. Au, Boah. das Ding macht mir 20 Damage. Ich hab's schon gesehen. Bitch. Und trotzdem, am Ende hab trotzdem ich gewonnen. Das sind auch die scheiß Viecher, die ich hier die ganze Zeit höre. Ich höre Zombies, ist es Nacht oder was? Ja, es ist Nacht. Oh, Gerade scheiße. geworden. Ja, dann Recall Potion. Au! Alter! Oh Schweine! Mann. Ach stimmt, das war der Hammer. So, habe ich noch Türen? Nö. Irgendwie finde ich schade, dass man da nicht irgendwie aus den anderen Gegenden, zum Beispiel Stehgegend oder in der Crimson-Gegend, dass man da nicht, wie heißt's, mitnehmen kann. So sieht's. Das sind ganz normale Bäume. Quasi. Glaub nicht, dass du jemals einen Baum sehen wirst, der als Früchte Schnee trägt. Oh yeah, Legendary Leap Broadsword. Oh, geil. 13 Schaden, macht aber 18% mehr Schaden, 10% mehr Geschwindigkeit, 5 kritische. Trefferchance, 10% mehr Größe und 15 Knockback. Das Knockback. ist geil. Ja. Das ist awesome. So, Tür, Tür, Tür. Da kommt dazu eine Standardtür. Brauche ich noch zwei Stühle und zwei Tables. Ich könnte das Schwert gleich mal einweihen. Ich würde ja gerne Saphir und Rubine finden, ey. Wollte gerade sagen, wofür denn? Aus einer gewissen Anzahl von Rubinen und Saphir kannst du dir Grappling Hooks machen. Ach, okay. Dann musst du nicht hoffen, dass du irgendwie eine Nadel oder sowas großartig findest. Also ich sehe gerade das Lead-Breitschwert. Das macht genauso viel Damage oder nur ganz wirklich nur eins mehr Damage als mein Schattenholzschwert. Ich quelle.